Am Sonntag wurden beim Mountainbike-Festival Serfa aus Fesladis die Jugendweltmeister gekürt. Im Rahmen der IXS International Rookies Championship wurden in den Altersklassen U13, U15 und U17 die besten Jungen und Mädchen am Downhillbike gesucht. Die Nachwuchssportler lieferten sich dabei spannende Duelle. My run was, I was quite happy, but I was really tired because I was putting too much pressure on myself. So then I started calming down and it went really well. Bei den Mädchen unter 15 Jahren konnte sich die junge Leogangerin Valentina Höll durchsetzen. Also ich bin so froh, dass ich gewonnen habe. Ich habe es echt nicht erwartet. Beim Training habe ich mich nur mal geschmissen und dann war ich so, oh Scheiße, heute klappt es gar nicht. Und jetzt habe ich mich einfach voll konzentriert am Start um alles gegeben, was ich hergeben kann und am Power herzugeben habe. Und ich bin einfach voll froh, dass ich es heil runtergebracht habe. In der Königsklasse unter 17 Jahren setzte sich der Österreicher Moritz Ribarich durch. Unglaublich, also hätte ich mir jetzt auch nicht erwartet, weil mein Lauf leider mit einem großen Fehler ziemlich misslungen ist, muss man sagen, auf der kurzen Strecke, aber die Zeit hat sehr, sehr passt, also freue mich sehr. Als Besonderheit wurde in der Familienregion Serfa aus Fesladis auch eine Family Challenge gefahren. Eltern-Kind-Paarungen traten zusammen an, wobei die Zeiten addiert wurden und das schnellste Gespann gewann. Die Veranstalter zogen zufrieden Resümee und freuen sich bereits auf eine Fortsetzung 2016. Tolles Wetter, gute Biker, tolles Publikum. Wir haben vom letzten Jahr gelernt, heuer wieder neue Sachen dazu gemacht, einiges ausprobiert und ich denke, die Riders und auch das Publikum haben das honoriert und mit ihrem Besuch und mit dem vielen Applaus haben sie uns recht gegeben, dass wir auf dem richtigen Weg sind.